Eine sehr gute und wichtige Frage. Wir erleben es immer wieder von Kunden, wir hören sehr viel zu dem Thema. Meine Bekannte hat das Haus verkaufen wollen, nach 5 Monaten ist das Haus immer noch nicht verkauft. Ja, die Bekannte ist leider auch nicht die beste Wahl für einen Makler. Wenden Sie sich an ein professionelles Maklerunternehmen, achten Sie auf Dinge wie Marktwertberechnung und unter anderem einen vernünftigen Makelplan. Was ist auch am Ende der Makler für Sie? Was tut er für Sie? Ja, ganz wichtig. Viele Kunden gehen auch danach, wie viele aktuelle Angebote hat der Makler denn gerade im Bestand. Das ist oft eher ein Kriterium dafür, wie viele Allgemeinaufträge hat der Makler. Denn in einem Markt wie München wird quasi kein Einzelmakler einen Bestand von 50, 60, 70 Wohnungen ordentlich und im Sinne des Auftraggebers vermarkten können. Deswegen suchen Sie sich den Makler danach aus, welche Qualität, welche individuelle Dienstleistung kann er für Sie beim Verkauf bieten. Denn nur wenn ein Makler maximal 3 bis 5 Immobilien gleichzeitig im Verkauf betreut, dann kann er sich auch wirklich für den Verkauf einsetzen und um Ihre Interessen kümmern. Dann gibt es noch das Preisthema. Viele Makler locken leider mit einem sehr hohen Preis. Wir wollen dann Sie als Verkäufer begeistern. Sie kriegen leuchtende Augen und unterschreiben schon quasi den Vertrag. Bleiben Sie bitte dort vernünftig. Denken Sie einfach darüber nach, würden Sie denn, ja, das ist eine sehr wichtige Frage, würden Sie denn dann für diesen Preis als Kunde Ihr Haus kaufen? Wenn Sie da in Stocken geraten, wissen Sie, wo Sie dran sind. Also zum Thema Preis, ganz wichtig, ein gut ausgebildeter Makler ermittelt den Preis mit einer Marktwertberechnung in verschiedenen Verfahren. Diese sollten Ihnen auch gut erklärt werden und Sie sollten sie auch nachvollziehen können, das ist ganz arg wichtig. Und dann hat man auch den richtigen und korrekten Marktpreis und mit diesem klappt dann auch der Verkauf. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass viele Makler damit werben, dass sie selbstverständlich für den Auftraggeber, das heißt für den Verkäufer, provisionsfrei arbeiten. Wenn jemand allein schon damit, dass er sie nichts kostet, versucht, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Es geht letztendlich um das höchste Wirtschaftsgut, was die meisten von uns besitzen und veräußern. Achten Sie doch lieber auf die Qualität des Maklers. Das heißt, was bietet er Ihnen? Arbeitet er seriös, professionell? Kann er Ihnen Referenzen zeigen? Wie gesagt, kann er Ihnen die Bewertung nachvollziehbar erklären? Hat er ein Marketingkonzept? Steckt eine Strategie dahinter? Mit diesem Gesamtpaket kann der Makler in der Regel einen deutlich besseren Verkaufspreis für Sie erzielen, sodass eine Verkäuferprovision, die an den Makler dann auch als Erfolgshonorar zu zahlen ist, sich durchaus lohnen kann, weil Ihr Gesamterlös höher ist, als wenn Sie es bei einem vielleicht weniger professionellen Makler versuchen. Das nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt noch zahlreiche weitere Gründe, die den Rahmen dieses Videos sprengen könnten, aber suchen Sie gerne den Kontakt zu uns. Wir beraten Sie gerne und ich denke mal, wir können Ihnen zeigen, wie wirklich professionelle Makler arbeiten, die sich für Sie einsetzen, für Sie als Verkäufer, mit der richtigen Strategie, mit dem richtigen ganzheitlichen Vermarktungskonzept. Wir würden uns freuen, Sie kennenlernen zu dürfen. Bis bald. Tschüss.